Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine professionelle Ghostwriter-Agentur, welche seit 2013 bereits am Markt ist. Heute haben wir das Thema vom Ghostwriter Abschlussarbeit schreiben lassen. Brauche ich eine Mustervorlage? Wir schauen uns dazu einmal an, was die häufigsten Gründe sind, wenn sich jemand eine Mustervorlage für seine Abschlussarbeit schreiben lässt, und stellen einmal gegenüber Vor- und Nachteile der Abschlussarbeit, wenn man sie komplett ohne Mustervorlage schreibt oder eben eine Mustervorlage für die Abschlussarbeit erstellen lässt. Grundsätzlich sind die häufigsten Gründe konkrete und akute Probleme, die derjenige mitbringt, der sich eine Mustervorlage für seine Abschlussarbeit schreiben lässt. Das könnte Zeitmangel sein, das ist eigentlich schon fast der Regelfall, könnten Rechercheschwierigkeiten sein, wenn jemand ein Thema gewählt hat, was etwas unglücklich ist, wozu er jetzt ganz, ganz dringend Unterstützung braucht, keine Literatur findet und die Zeit wird auch da immer knapper, dann bietet es sich natürlich auch an, sich eine Mustervorlage erstellen zu lassen. Mangelnde Fachkenntnisse, zwar eher selten, aber könnten auch ein Grund sein, warum sich jemand so unter die Arme greifen lässt. Das Studium ist nebenberuflich, das heißt, derjenige bekommt auf einmal im Unternehmen viel, viel mehr Aufgaben, viel, viel mehr Verantwortung zugeordnet und hat dann auch wieder keine Zeit mehr, sich intensiv oder so intensiv, wie er denn dann möchte, mit der Abschlussarbeit zu beschäftigen. Oder ganz einfach der Grund, dass man die Abschlussarbeit schnell hinter sich bringen muss, weil dies Voraussetzung für eine Gehaltserhöhung ist. Natürlich gibt es noch diverse andere Gründe, allerdings wollten wir euch hier schon mal einige Gründe vorstellen, wo es sich anbietet, sich eine Mustervorlage für Abschlussarbeit eben hier schreiben zu lassen. Schauen wir uns das einmal an. Wie sieht das denn aus, wenn man die Abschlussarbeit komplett ohne Hilfe alleine schreibt? Dann hat man natürlich eine Vertiefung in die Problematik, die vielleicht mit Unterstützung nicht ganz so gegeben ist. Das hat natürlich Vorteile, gerade wenn man später in dem Bereich forschen möchte, wenn man die akademische Laufbahn weiter verfolgen möchte, dann sollte man natürlich alles möglichst selber und komplett ohne Unterstützung machen, damit man sich auch richtig in sein Thema reinfräsen kann. Natürlich hat man auch den Stolz der Eigenleistung, man hat alles komplett gemacht, man konnte alle Hürden überwinden und hat die Abschlussarbeit komplett ohne Hilfe hinter sich gebracht. Das ist natürlich ein schönes Gefühl, was auch noch dabei mitkommt. Dem negativ gegenüber stehen natürlich der Zeitaufwand. Wenn man sich alles gut eingeplant hat, ist das auch alles kein Problem. Nur wie gesagt, es gibt manchmal eben Gründe, wo dies ein Dealbreaker sein könnte. Außerdem die Opportunitätskosten, falls ihr die Zeit, die ihr investiert, um eure Abschlussarbeit zu schreiben, anders einsetzen könntet, weil ihr zum Beispiel selbstständig seid und im Kundenauftrag arbeitet. Auch da gibt es diverse Gründe. Könnte es sinnvoll sein, sich Hilfe einzuholen, um die Zeit etwas zu verkürzen. Schauen wir uns das einmal an. Wie sieht es aus, wenn ihr euch eine Mustervorlage für eure Abschlussarbeit schreiben lasst? Zeit, wie gesagt, wieder ein Aspekt. Ihr habt natürlich viel mehr Zeit für Job oder auch für die Familie oder was sonst gerade brennt. Ihr habt keinen Rechercheaufwand, weil dies eben in der Regel schon für euch erledigt wird. Mit jeder Mustervorlage kommt natürlich auch ein komplettes Literaturverzeichnis. Ihr seht, welche Literatur wurde dafür verwendet und diese Recherche braucht ihr natürlich nicht weitermachen. Ihr habt garantierte Teillieferungen, dadurch immer wieder Einblick in den aktuellen Arbeitsfortschritt und könnt euch der Qualität sicher sein. Und ihr habt mit der Mustervorlage direkt schon eine wissenschaftliche Arbeit auf hohem Niveau, weil diese von einem Experten verfasst wurde, plagiatsgeprüft wurde und eben von uns die Qualität garantiert wird. Nachteil ist natürlich, dass dieser Service etwas kostet und dass ihr natürlich vorsichtig sein müsst bei der Agenturauswahl. Es gibt einige schwarze Schafe da draußen. Wir empfehlen euch im Voraus natürlich, alle Faktoren zu prüfen, um die richtige Agentur an der Hand zu haben. Dazu haben wir auch schon mal ein weiteres Video aufgenommen, welches wir euch auch gerne in der Beschreibung nochmal verlinken können.
Schaut nur darauf, dass ihr da auch wirklich den richtigen Ansprechpartner habt, dass da Leute telefonisch erreichbar sind, Teillieferungen gemacht werden, Teilzahlungen, dass alles plagiatsgeprüft ist und so weiter und so fort. Kommen wir einmal zu den Risiken und Nebenwirkungen einer Mustervorlage. Wir bekommen ganz, ganz viele Stimmen mit, gerade in den Medien, wo es immer wieder Ghostwriting-Gerüchte gibt, die aufkommen, dass es illegal sei oder andere Gerüchte über Ghostwriting. Können wir ganz einfach ausräumen. Ghostwriting ist nicht illegal. Ghostwriting ist schon viel länger da als unser Unternehmen. Und falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr auch einfach bei uns anrufen und euch in seriösen anderen Quellen auch gerne informieren. Aber schaut, dass ihr nicht auf Ghostwriting-Gerüchte hereinfallt. Schaut auch, dass ihr mögliche Sanktionen ausschaltet. Beim Ghostwriting gibt es eigentlich keine Sanktionen, die dem im Wege stehen. Was natürlich sein kann, wenn jemand jetzt auf die Idee käme, seine Mustervorlage für die Abschlussarbeit 1:1 einzureichen und die Universität das herausfindet, dass dann natürlich mögliche Sanktionen von der Universität für diese Person drohen. Aber deswegen empfehlen wir natürlich auch, die Mustervorlage für eure Abschlussarbeit einfach als solche zu benutzen und nicht zu missbrauchen. Vielen Dank, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart und auch wenn ihr beim nächsten Video wieder mit zuschaut.